Ja, moin zusammen. Wie man sieht, machen wir mal eine kleine Probefahrt. Sehr angenehm. Na gut, die Kupplung ist völlig fertig, aber ansonsten ist dieses Auto, also Leute aus dem Ruhrgebiet wissen jetzt, wovon ich spreche. Blechgewordenes WDR 4. Genial. Ja. Okay, später gibt's mehr. Ja, da sind wir wieder. Nachdem ihr jetzt gesehen habt, dass der Wagen recht anständig fährt, gibt es noch eine Sache zu erledigen, gerne zu erledigen, und zwar Danksagungen. Ja, ich habe eine schöne idyllische Kulisse ausgesucht, um das zu machen, und zwar sind einige Spenden reingekommen und ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, ehrlich gesagt, diese dusselige Liste bei PayPal zu identifizieren. Mittlerweile habe ich das auf die Reihe gekriegt. So, ich werde jetzt ein paar, die Namen nennen, der Spender. So, wir haben Kai Kubica, Thomas Graf, Wladimir Krinitzki, Stefan Gertenbach, Pascal Biernati, Ulrich Windöhr, Steve Weber, Carsten Lenz, Markus Freitag und der gute Ronny aus Hessen. Vielen Dank für eure Spenden. Und das hilft definitiv weiter, um den Kanal aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, das ist alles Nebenbeschäftigung. Ne? Das ist, ich verdiene damit kein Geld. Das, was ich reinkriege mit YouTube und so weiter, versuche ich auch so wieder auszugeben. Deswegen hilft das ganz gut, muss ich sagen, um diverse Investments noch nebenher vornehmen zu können. Ne? Das Zugfahrzeug braucht Sprit, diese Fahrzeuge brauchen Sprit. Ne? Das ist Versicherung, Steuern und so weiter. Ja, das müsste eigentlich alles nicht sein. Ich komme eigentlich mit einem Auto aus. Ja. Worum geht's heute? Eine kleine Zusammenfassung, was wir hier überhaupt haben. Wir haben ein Ford Sierra, Baujahr 91, Dezember 91, um genau zu sein. 1,6 Liter Einspritzer, Monopoint-Einspritzer wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, mit 80 PS. Und ja, reicht vollkommen. Also das Fahrzeuggewicht ist nicht wahnsinnig hoch. Viele in den Kommentaren haben gesagt, das sind die falschen Radkappen. Richtig, das sind die falschen Radkappen. Aber dazu kommen wir gleich, zu der guten Alternative kommen wir gleich. So, was haben wir noch? Die Einstiege etc. Die Türen. Perfekt. Innenraum. Mehr als okay. Für das Alter. Wir reden hier von 30 Jahre alten Auto. Motorraum. So. Motorraum, sehr aufgeräumt. Ich sehe keine Undichtigkeiten. Ja, komm, ein bisschen schwitzen darf das Ding, ne? Nach 30 Jahren. Da wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst. Kühler ist fertig, aber funktioniert noch. Der löst sich halt irgendwann in seine Bestandteile auf, aufgrund von Korrosion. Ist aber auch dicht. Immer noch. Also Respekt, muss ich sagen. Ja, das ist einer der ersten Motoren mit G-Cut. Hier sieht man die Abgasrückführung. Ja. Die Bremsflüssigkeit muss dringend mal neu, sehe ich. Mal gucken. Ja, die sieht nicht mehr so besonders gut aus, aber auch das, ne? Damit kann man leben. Scheinwerfer, typisch Glasscheinwerfer, die sind in 100 Jahren noch klar. Ja. Dome, komplett ohne Befund, Batterie. Gut, da wo die Batterie steht, gammelt es immer ein bisschen. Das muss man mal versiegeln, werde ich auch gleich mal machen. So, was haben wir noch? Räder und Reifen.
Dazu komme ich später. Ja. Diese Zierleiste werde ich wahrscheinlich vorsichtig abnehmen müssen. Dahinter hat sich offensichtlich ein kleines Rostnest gebildet. Das besser jetzt behandeln als später. Also man kann die vorsichtig abheben mit Seide oder mit einem ganz feinen Draht und dann hinterher wieder draufkleben. Ja. Die Türen ansonsten sagenhaft. Wie gesagt, das Geschwätz früher über Ford Sierra von wegen schlechter Qualität kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich kenne einige Ford Sierra und die sind alle nicht besonders wahnsinnig rostig. Ne? Das ist ja, da wurden Autos noch gebaut, um lange zu halten. Das war ein Verkaufsargument. Jetzt gibt es gar keine Verkaufsargumente mehr. Ah, keine Zentralverriegelung. Aber auch das überlebt man. So. Ja, eine Reinigung. Ja, das wird sauber gemacht, da kommt neues Fett drauf. Bis dahin ohne Befund. Ne? Okay, hier, wir haben die Beifahrerseite, die immer durchs Wasser scheppert. Klar, irgendwann ist der aufgewirbelte Dreck, die aufgewirbelten Steine etc. Irgendwann fordert das sein Tribut. Witzigerweise sind die Schmutzlappen immer hinten und nicht vorne. Ja, gleiches in grün, aber noch nicht durch. Ja, das sind diese aufgeblühten Geschichten, wenn da irgendwie Steinschläge passieren. Aber komplett stabil. Ne? Deswegen hat der Wagen trotz dieser Dinge TÜV bekommen. Das schädigt die Struktur nicht großartig, sagen wir mal so. Ich werde mir was einfallen lassen, das möglichst schonend zu reparieren, damit ich möglichst wenig nachlackieren muss, weil die Farbe... Ich werde es gleich mal testen, wie weit die zu retten ist. Tankdeckel ist fernbedient. Sieht nicht sonderlich rostig aus. Kofferraumdeckel und Tankdeckel sind fernbedient. Runter Tankdeckel, rauf Kofferraum. Ja, Kofferraum. Wir haben einen sehr großen Kofferraum. Fließheck. Damals der Inbegriff der Langweiligkeit. Heute absolut hip in Sachen Audi A7 etc. Da kann man mal sehen, wie schwachsinnig manche Kaufentscheidungen sind. Das ist wirklich etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Ja. Verbandskasten Warndreieck. Hier sind die beiden Gummilaschen dafür. Ja, kenne ich heute auch anders. Nämlich gar keine Befestigung. Hier ist die Notentriegelung für den Tankdeckel. Oh. Ja, der darf auch mal sauber gemacht werden. Aber kein Rost. Die Dichtung könnte mal neu, aber kein Rost. Ich bin mehr als beeindruckt, muss ich sagen. Da kenne ich ganz andere Tankdeckel. Bei Ford, Ford K, Ford Fiesta. Muss ich euch nicht erzählen. Ne? Jeder, der mal einen Ford Ka und Ford Fiesta gesehen hat, das fehlt da. Alles an Blech. Ja, Dichtung scheint noch im relativ guten Zustand zu sein. Hier unten ist sie ein bisschen ausgefranst. Aber das werde ich wahrscheinlich noch hinkriegen. Ja, das sollte man hinkriegen. Die kann man auch nochmal einkleben. Damit die vernünftig positioniert ist. Muss man nicht alles neu machen. Was mich ein bisschen ärgert, das hier. Aber ich habe schon neue Rückleuchten gefunden, zwei Stück, in dunkel. Die hellen hätte ich tonnenweise haben können, aber die dunklen waren ein bisschen schwierig zu finden. Aber ich habe sie gefunden. Ja. Hier sieht man die üblichen Fingernägel etc. Was hat sich die Autobild damals aufgeregt, dass es hier keinen Druckknopf gibt zum Öffnen? Ja. Autobild hat sich über jeden Scheiß aufgeregt, deswegen
Den muss man nicht unbedingt, musste man damals nicht ernst nehmen und heute war das auch ein reines VW-Blatt. Mehr oder weniger. Ja, der Wagen ist voll in Funktion, hat wie gesagt bis Mitte nächsten Jahres noch TÜV. Im Dezember wird er genau 30 Jahre alt. Und wir werden uns jetzt mal in Bewegung setzen, um, ihr kennt meine Macke, mein Motorraum muss sauber sein. Ne? Und wenn der Motorraum sauber ist, nehme ich die Batterie raus, da wird noch einmal richtig nachbehandelt. Unten wird richtig Wachs reingepumpt. Dazu kommen wir gleich. Die Bremsflüssigkeit mache ich später. Der Motor ist, wie gesagt, ist komplett dicht. Da haben wir keinen Befund. Aber das Ganze, was hier so ein bisschen rausgeschwitzt ist, ne, das, wie gesagt, 30 Jahre. Keine Kritik. Ich kenne schlimmere Autos nach 10 Jahren. Also, ja. Er ist ein absoluter Glücksgriff, muss ich sagen. Der Zahnriemen, den machen wir auf jeden Fall. Die Kupplung müssen wir machen. Bei der Gelegenheit machen wir den, den Wellendichtring auf der Rückseite vom Motor. Machen wir gleich neu. Ich vermute dringend, dass hier die erste Kupplung drin ist. Ist doch schön. Ich finde es gut. Die erste Kupplung, die kann jetzt mal neu. Ne? So ein Auto muss man nicht wegschmeißen. Eine Kupplung für das Auto, kostet ernsthaft. Ein kompletter Kupplungssatz für das Auto kostet 50 Euro. Und bei einem Hecktriebler ist das mit dem Getriebe einmal kurz abnehmen und Kupplung wechseln wirklich Pillepalle auf der Bühne. Also eine Werkstatt, die dafür mehr als 200 Euro nimmt, sollte bitte überlegen, was sie da tut. Es ist nicht mal eine Stunde. Überlegen. Das Ding steht auf der Bühne, Schlagschrauber, Getriebe ab, Kardanwelle ab, Getriebe raus, Kupplung ab, Zentrierstift rein, neue Kupplung drauf, festschrauben und Getriebe wieder drauf, Kardanwelle wieder fest, fertig. Das ist, ne? Man kann auch mal zügig, man muss nicht alles den Kunden bezahlen lassen. Also wie gesagt, 200 Euro bezahle ich für so einen Kupplungswechsel. Ich werde es wahrscheinlich auch machen lassen, weil mein Rücken, muss ich nicht zu sagen. Ich muss das Getriebe jetzt nicht raus und runter heben und so. Vor allen Dingen nicht auf dem Boden. Ja, der Rost hält sich wirklich in Grenzen. Ich habe jetzt mal in den Prospekten geguckt. Einiges ist online zu finden. Die Unterseite ist im Regelfall Silber. Hier ist nachgearbeitet worden. Und das übliche Schwarz ist aufgetaucht. Das kommt runter, da kommt wieder originales Silber drauf. Die Schwellerkante unten, da wo man gerne mal, wie hier zum Beispiel, den Wagenheber komplett falsch ansetzt, die werde ich nacharbeiten, versiegeln und dann wird die, wie gesagt, die wird wieder Silber. Heckstoßstange habe ich jetzt eine gefunden in Silber. Total verkratzt, aber immerhin heile. Naja, man muss kriegen, was man kriegt. Ne? Mal holen, was man kriegt bei dem Auto. Die sind alle im Nirvana gelandet, die Autos. Ist halt so. Ich kenne genug Sierras, die verschenkt wurden und die im Top-Zustand waren. Oder teilweise auf dem Schrott gelandet sind, ohne Rost funktioniert mit laufendem Motor. Das ist einfach so. Die Autos kosten zu wenig Geld. Also meiner Meinung nach sollte es wirklich nochmal eine hundertprozentige Luxussteuer auf Neuwagen geben. In Schweden ist das so. Ja. Ja, ich denke, wir kriegen ganz gut vorbereitet, relativ zügig. Für so ein 30-jähriges. Und gleich werde ich mal in den Schuppen rennen. Ich habe da so eine Ahnung. Hier war ein Hund drin. Von innen vollgesabbert. Ja, hält sich aber in Grenzen und geruchsmäßig auch. Also wie gesagt, das kann man aussaugen und dann hat sich das. Er stinkt nicht, der Wagen. Er riecht mehr oder weniger wie ein Neuwagen. Das ist richtig schlimm. Wenn man hier einsteigt, es riecht nach Autohaus. Ach, diese Tür, ich mag die. Okay, wir werden den Wagen jetzt mal sauber machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt folgt mir in das geheime Lager. Oh Gott.
So. Hier sind zum Beispiel so lustige Sachen wie eine W202 Haube und W202 Kotflügel in rostfrei. Ne? Solche Geschichten werfe ich natürlich nicht weg. Ne? Das ist von einem Seat. So. Wie sich's für ein geheimes Lager gehört. Eine obligatorische Wachspinne am Eingang. Ich darf rein. So. Da sind ein paar seltenere Fahrzeugteile drin. Und da ist genau das, was ich suche. Sowas von schön. Ach komm schon, dreh dich um. Wusste ich das. Ford RS-Felgen. 4 Stück. Schick, oder? Ja, ich denke, die gehen auf den Sierra. 4x108 hat der Sierra. Und das sind 4-Loch-Felgen. Mehr. Ein ganzer Satz RS-Felgen. Habe ich mal geschnappt, sollten verschrottet werden. Ist mir heute Morgen mal so eingefallen. Moment mal. Ich hatte doch noch irgendwo, eigentlich sollten die auf einen Escort. Ich hatte einen Escort gesucht. Okay. Auf den Sierra passen die auch. Ne? Super. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Einkaufsgeschichte. Ich habe nämlich nichts dafür bezahlt. Nein, ich habe den Schrottpreis bezahlt, 50 Euro. Ja, sauber machen, ab auf den Sierra, würde ich sagen. Ja, später natürlich. Jo, moin. So, ein Tag weiter und da sind wir. Ich habe den Motorraum einmal komplett gereinigt, um mal einen kleinen Überblick zu bekommen, was hier so los ist. Hier ist jetzt mal eine ordentliche Ladung Drosselklappenreiniger reingeflossen. Ja. Erstmal einwirken lassen. Ich werde gleich noch mit der Zahnbürste ein bisschen nachschrubben. Drosselklappenfehler sind immer ein bisschen nervig. So. Die gute Nachricht ist, die Batterieaufnahme ist gar nicht so schlimm. Ja. Oberflächenrost. Den machen wir gleich mal weg. Versiegeln das Ganze. Ja. Ansonsten, wie schon gesehen, hat er eigentlich nichts. Ja. Mal auf die andere Seite rennen. Ja. Wischergestänge, das ganze verharzte Fett etc. runtergeholt. Das ist die Abgasrückführung. Interessantes Konzept. Ja. So, jetzt schnappe ich mir gleich mal ein bisschen Fett und versiegel das Ganze. Die Hohlräume der Haube. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis die Feuchtigkeit komplett raus ist aus den Hohlräumen. Die wird versiegelt. Hier vorne die Frontmaske wird auch versiegelt. Dass diese ganzen Kantenrostgeschichten da mal abgedeckt werden. Ansonsten bleiben wir bei Silikon und anderen Geschichten. Ja. Hält sich in engen Grenzen, muss ich sagen, die Problematik. Na gut. Bis gleich. So. Jetzt sind wir an den Hohlräumen. Ja. Da ist die Sonne drauf geschienen, das sollte eigentlich reichen. Ja. Okay, ihr kommt auf Stativ, sonst funktioniert das hier nicht. So, da sind wir. Thank you.
da runter. Wie gesagt, das Auto soll noch ein paar Tage länger halten. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn er noch länger als die 30 Jahre funktioniert. Damit ist die Haube jetzt erstmal versiegelt. Hier oben können wir noch ein bisschen. Wie gesagt, die vordere Kante der Haube ist eigentlich immer das ziemlich gefährdetste Teil. Hohlraumversiegelung mit Lanze werde ich euch verlinken. Ist immer eine gute Sache. So, dann schauen wir mal in die Frontmaske. Auch logischerweise Steinschläge. Manche kommen mal durch. Natürlich ist jetzt die Dose leer, ne? Okay, ich besorge mal eine neue. So, da bin ich wieder. Neue Dose, neues Glück. Hier geht zum Beispiel der Hauptträger in den Lampenhalter über. Da ist eine kleine Blechsicke. Gerne behandeln. Hier vorne sieht man die Schweißpunkte. Ja, auch gerne behandeln. Frontmaske. Das ist auf jeden Fall ein Rostproblem. Herd. Ja, alles, was an Steinschlägen irgendwo landet. Vor allen Dingen hier. Hier gibt es dann auch noch zwei Bleche, die zusammenkommen. Auf der Rückseite auch. Das gibt immer eine spaßige Geschichte. Wie gesagt, ich fange vorne an. Ich versiegel den Wagen, da wo nichts ist. Ja, das ist immer das beste Vorgehen. So weiß man, hat man schon mal so einen gewissen Überblick. Der Motor läuft einwandfrei. Öl ist super. Die Drosselklappe mache ich sauber. Wie gesagt, ich habe schon Drosselklappenreiniger drin. Das wirkt jetzt schon ein paar Minuten ein. Beziehungsweise 20 Minuten ungefähr. Ja, jetzt gehe ich in die Längsträger. Ja, das zeige ich euch mal eben. So. Und zwar Licht anmachen. Okay. Wir haben hier die Längsträger. Die sind ein bisschen nackt für meinen Geschmack. Sehen gut aus. Aber da fängt es schon ein bisschen an. Ne? Das können wir jetzt versiegeln. Das reicht meistens. Wenn da kein Sauerstoff mehr drankommt, kann der Rost nicht mehr weitermachen.
Und deswegen ziehe ich das auch einmal komplett durch den Längsträger. Man sagt auch Rahmen dazu, ist aber keiner. Ne? Letztendlich ist das ein Längsträger. So, der hier unten, der jetzt hier schwarz gemacht wurde, warum auch immer. Macht aber auch nichts. Ja, der wird einmal komplett behandelt, die andere Seite natürlich auch. Und wenn ich damit fertig bin, hole ich euch wieder dazu. So, da sind wir wieder. Und wie man jetzt sieht, ist schön ausgeglitscht. Ja, ist einmal komplett Hohlraum versiegelt. So, jetzt kommt der Motorraum an sich. Der hat offensichtlich schon mal eine Hohlraumversiegelung gekriegt. Hier läuft das Zeug nämlich runter. Das Problem ist, der Kotflügel ist geschweißt. Ne? Deswegen kriegt er da gleich auch noch eine Portion rein. Auf beiden Seiten. Deswegen, den kann man nicht runternehmen. Aber als erstes, wollen wir mal gucken, dass wir den Kram hier sauber kriegen. Also rostfrei. Das Problem ist natürlich, die Batterie gast aus. Das bleibt nicht aus. Ist einfach so. Hier oben können wir auch ein bisschen behandeln. Ist alles noch im Anfangsstadium. Deswegen Mücke. Unglaublich. Sehr anhänglich. Ja. Alles noch im Anfangsstadium. Drüben ist auch recht wenig. Ja, das ist harmlos. Ne? Kommt ein bisschen Fett drüber. Bei nächster Gelegenheit bauen wir den Sicherungskasten hier mal aus und dann sehen wir weiter, was da passiert. Ja, aber ansonsten echt super. Ja, aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal den restlichen Motorraum und die Roststellen nach vorne. So, jetzt haben wir es geschliffen. Mit einer normalen Drahtbürste. Jetzt haben wir eine Topfbürste. Zopfbürste. Und es zeigt sich, dass es wirklich nur oberflächlich ist, also harmlos. So, was machen wir jetzt mit dem Kram? Jetzt versiegeln wir das Ganze. Erst pusten wir es mal aus. Dass der Staub da rauskommt, den wollen wir da nicht wieder mit reinpinseln. Jetzt haben wir es eigenermaßen staubfrei. Jetzt versiegeln wir den ganzen Kram. Mit dem üblichen Zeug. So, nachdem es ganz ausgebürstet ist und entfettet wurde. Entfetten, logisch, ne? Garantiert Verschmutzungen drin. Streichen wir das Ganze jetzt. Rostschutzprimer, Epoxidbasis, nehme ich sehr gerne. Hat sich auch bewährt. Mein Auto lebt mehr oder weniger davon. Ja. Mal gucken. Irgendwelche Rostnarben noch da sind, gerne mal so ein bisschen reintupfen. Ne? Oberflächenspannung verhindert das teilweise ernsthaft, dass da mal ein bisschen tiefer gehend was reingeht. Ja, das soll mir erstmal reichen. Das muss jetzt erstmal trocknen. Und dann gucken wir mal, dass wir den silbernen Lack kriegen oder vielleicht Felgensilber. Wie gesagt, unter der Batterie. Das sieht kein Mensch. So. Sieht erstmal wieder schick aus. Bis gleich.
So, wenn man jetzt schön erkennt. Ich habe mit dem Versiegeln angefangen. Die Batterieplatte ist wieder Silber. Schön vor Rost geschützt. Was jetzt anliegt. Der gute alte Tipp von Opa, ne? Hafenöl. Den ganzen Wagen einmal ordentlich abreiben. Hier drin. Das Waffenöl. Das kriecht überall rein. Vor allen Dingen hier in solche Geschichten hier, wo die Dome sind. Dann auch gerne mal hier. Hier drunter. Soll bedeuten, dass wir hinten in der Ecke beobachten wir erstmal. Ne? Ja, das pflegt, das schützt. So. Leitung macht das auch immer Freude. Ich mache jetzt mal in Ruhe weiter. Dann hole ich euch gleich später wieder dazu. Und dann seht ihr das Endresultat. Ja, wir haben ein Endergebnis. Ein vorläufiges Endergebnis. Ein paar Arbeiten im Motorraum finden ja noch statt. Zum Beispiel gesehen, der Luftfilter könnte mal neu. Ja. Hier ist wieder alles schön. Ja. Versiegelt ist alles, inklusive Längsträger. Schläuche etc. alles schön mal gepflegt. Das darf jetzt über Nacht einziehen. Und dann ist das alles wieder hübsch. Ja. Alles versiegelt, alles gemacht und getan. Hier oben tropft nichts mehr raus, das ist gut. Mücken gibt es immer noch, reichlich. Nervt ein bisschen. Ja. Nach der Reinigung gab es natürlich für den Scheibenwischer an allen relevanten Stellen neues Fett. Ne? Weil das ja irgendwann hängen bleibt. Was auch noch so eine Arbeit ist, der Keilriemen kann man neu, der ist ein bisschen hart. Habe ich jetzt gemerkt. Und ja, Bremsflüssigkeit habe ich schon gesagt, genau. Ansonsten müssen wir gleich mal gucken, wenn im nächsten Video. Ne, müssen wir mal gucken, dass er vernünftig anspringt. Der wird jetzt garantiert nicht vernünftig anspringen, weil wie gesagt, da ist Drosselklappenreiniger drin. Das steht jetzt auch über Nacht. Bis dahin ist auch die Farbe trocken. Da möchte ich jetzt die Batterie nicht draufstellen. Ja, Haube ist komplett versiegelt. Bis vorne hin. Das Gummi hier vorne ist gepflegt. Ja. Hier ist Hohlraumversiegelung ohne Ende drin. Moment, mach mal Licht an. Ich kriege kein Licht an. Batterie zu schwach. Ja, ihr seht es aber trotzdem. Ne? Das ist kein Rost, das ist wahrhaftig das Wachs. Sehr schön. Wird bei heißem Wetter wieder ein bisschen flüssiger. Ist aber jetzt schon ziemlich reingekrochen, hat man gemerkt. Ja, ich denke, mit dem Motorraum sind wir, bis auf die Inspektionsarbeiten, die noch kommen, sind wir fertig. Scheinwerfergehäuse auch mal gepflegt. Es darf auch mal über Nacht einwirken. Verlinke ich euch, das ist von, fällt mir jetzt gerade nicht ein, ich verlinke es euch. Das ist eine Kunststoffpflege, die wirklich sehr gut ist. Hier sieht man es. Das habe ich zuerst gemacht. Ja, sieht wieder aus wie neu, das Ding. Ich habe das damals bei der Besichtigung des Fahrzeugs schon nicht aufgemacht. Da habe ich schon Fürchterliches geahnt, dass das abbricht oder so. Ja. Motor sieht ja hübsch aus. Scheint auch soweit dicht zu sein. Wirklich nur geschwitzt hier und da. Ich habe aber trotzdem alles sauber gemacht. Ja. Der Motorraum wäre das erste. Und dann geht es als nächstes zu den Türen. Wie gesagt, die Türen sehen gut aus. Das darf auch gerne so bleiben, weil die Teile für den Sierra wachsen nicht auf den Bäumen. Gerade was Karosserieteile angeht. Ja, ich denke, ich werde mich jetzt mal vor den Mücken in Sicherheit bringen. Und nochmal vielen, vielen Dank an alle, die gespendet haben. Ja, auf jeden Fall, top. Die Produkte, die ich hier verwendet habe, verlinke ich euch wieder. Und ja.
ich würde sagen, ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche und wir sehen uns im nächsten Video am Dienstag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.